Hallo, meine Lieben. Ja, ich kann euch sagen, heute war ein Tag, du. Ich habe jetzt erst einmal wieder ein bisschen Chaos in meinem, ja, aufgeräumten gemacht. Nein, ein bisschen aufgeräumt in meinem Chaos-Bastel-Krams. Ja, wieder irgendwas sortiert. Jetzt finde ich hoffentlich alles wieder besser. Ich will mit euch so eine Box basteln mit Schüttelfenster. Und da drin verbirgt sich, ja, so eine kleine. Die möchte ich gern meiner Postbotin schenken, weil die ist im Moment sehr, sehr zuverlässig. Wir hatten schon schlimmere Postboten, ja. Also wir hatten schon wirklich Postboten, dass ist die Post verschwunden, monatelang. Und ja, möchte einfach mal Danke sagen, auch weil jetzt halt viel bestellt wird eben. Und ja, das wollte ich mit euch basteln. Wir brauchen für den Boden, also für den unteren Teil, Cardstock in den Maßen 13,1 mal 13,1. Das müssen wir ringsrum falzen bei 2,2. Ja, ganz blödes Maß, aber geht nicht anders da. Ach, schau, dass ich wirklich genau bin. Dann schneide ich mir meine Klebelaschen rein. Na, also das kennt ihr ja schon, wie man eine Box zusammenbaut. Aber für die neuen Bastler, die es nicht wissen, schneiden wir hier so Klebelaschen. Auf der Seite so und auf der gegenüberliegenden Seite genauso. So, einmal alles nachfalzen. Ich hoffe, ich kriege es jetzt geschissen, weil als ich den Prototypen gebastelt habe, habe ich mich, glaube ich, 10-mal verschnitten für das Schüttelfenster. 10-mal. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Papier ich weggeschmissen habe. War ärgerlich, aber mein Gott. So, das klebe ich mir jetzt zusammen. Dann nehme ich dann Klammern zur Hilfe. Dann kann das nämlich schön vor sich hin trocknen. Und wir können weitermachen. Und die Box muss auch ein bisschen höher sein, wie bei dem Schüttelelement. Weil das Schüttelelement nach innen geht und nicht nach außen. Das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Schön Kante auf Kante. Gut. Naja, also, das geht hier so nach innen. Ich hoffe, man sieht es so. Ja, es geht wie gesagt nicht nach außen, sondern nach innen. Deswegen ist die Box ein bisschen höher, wie die Schokolade ist. So, dann weiter geht's. Für den Deckel habe ich Cardstock in den Maßen 12,9 mal 12,9. Und das falze ich mir jetzt ringsrum bei 2 cm. Krampf im Fuß. In der Zehe. Oh, ist das eklig. Auch hier schneide ich wieder meine Klebelaschen, wie gerade bei der Box. Und so habe ich nicht schön geschnitten. Und ich finde, Danke kann man nie oft genug sagen. Auch wenn jetzt, ne, wegen Corona, aber man
finde ich, danke, bitte. Es sind einfach die Wörter schlechthin. So, das klebe ich noch nicht zusammen. Ich stanze mir hier jetzt ein Quadrat aus. Das hat die Maße 6x6. Und dazu mache ich das mit Washi-Tape so ziemlich in der Mitte. Mache ich das mit Washi-Tape fest und stanze mir das dann einmal durch meine Maschine. Ich kann aber mehr ins Bild kommen. Jetzt wackelt ihr halt recht. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust auf Pause zu drücken. Wenn ich die Stanzmaschine schon hier habe, dann stanze ich gleich in mein DSP mein Ding aus. Das hat die Maße, lasst mich kurz gucken, 8x8. Und müsste 8x8 gewesen sein. Ja, doch, 8x8. Und da mache ich dasselbe genauso. Da schaue ich auch, dass ich ziemlich in der Mitte bin. Und dann stanze ich mir das Ganze auch einmal kurz schnell aus. Dann kann die nämlich wieder weggeräumt werden. So. Upsala. Das ist nicht ganz in der Mitte, aber naja. Das hebe ich auch noch auf. Das brauchen wir auch noch. So, auf jeden Fall setze ich mir jetzt meine Box zusammen. Also den Deckel von der Box, besser gesagt. Das mache ich auch mit Klammern. Dann kann das nämlich auch schön vor sich hin trocknen. Also lasse ich jetzt alles schön vor sich hin trocknen. Dann mache ich mit dem Schüttelfenster weiter, mit dem Inneren. Da müssen wir auch kleben. Habe ich auch wieder Cardstock in den Maßen 10x10. Und das falze ich mir ringsrum bei einem Zentimeter. Und dann noch einmal bei 2 cm. Ja, warum habe ich jetzt nicht gleich 2 cm hintereinander gefalzt? Weil ich nämlich vorhin auch den Fehler gemacht habe. Habe ich gesagt 1 cm, dann gleich 2 cm und dann habe ich mich verfalzt. Ja, und dann hatte ich natürlich auch wieder Probleme und ja, ich sage. So, das muss man auch zuschneiden. Und zwar so ähnlich wie bei der Box. Da schneide ich mir jetzt hier auf der ersten, also auf dieser Falzlinie ein. Und schneide es mir so schräg ab. Dann schneide ich hier schräg ab. Schneide das hier komplett weg. Und schneide hier das komplett weg. So, dass ja, quasi nur noch das Stück stehen bleibt. Und das machen wir jetzt genau wie bei der Box und beim Deckel auf den gegenüberliegenden Seiten. Bin ich stolz, dass ich mir das gemerkt habe. Ach ja. Sag ich, aber ich habe mich vorhin verschnitten und so viel Papier verschwendet. Aber naja. So,
das falze ich mir jetzt einmal. Einmal falze ich das so, also die innerste Falzlinie falze ich mir nach innen und die, ja, die, was da so ist, die falze ich mir jetzt nach außen. Und das mache ich jetzt einmal ringsrum, also nach innen und die nach außen. Die Klebelasche nicht vergessen. Nach innen und nach außen. Klebelasche, Klebelasche. So, die nach innen und die nach außen. Dann klebe ich mir, man kann es erkennen, eine Box zusammen. Die mache ich auch mit Klammern fest. Was verrutscht. Na, komm. Das mache ich jetzt nochmal schnell da so. So. Wollte jetzt gerade gar nicht so wie ich. Und die letzte. So, dann kann das nämlich auch vor sich hin trocknen. Und dann machen wir mit dem Deckel weiter. Zuerst kommt ein Stück Folie drauf, das hat die Maße 7x7. Ah, jetzt weiß ich, warum du so schief bist. Ich habe mich ein Stück gewundert. So, dann mache ich mir jetzt hier innen auf dem Feld, was wir ausgestanzt haben, ganz dünn Kleber drauf, so einen ganz dünnen. Könnte man auch mit dünnen doppelseitigen Klebeband machen, aber nö. Ich mache das jetzt mit Flüssigkleber. Ich habe eine schöne neue Flasche. Funktioniert das super. So, dann klebe ich mir mein Fenster auf. Bisschen festdrücken. Und dann kommt mein ausgestanztes Teil drauf. Jetzt schaue ich nur, dass ich das irgendwie... Ich sehe nämlich, hier ist auch ein Ticken breiter. Dass ich das irgendwie... Ja, so ist gut. Passend aufbringen. Weil ich das ja ein bisschen schief gestanzt habe. So, wie war das so, ne? Ja. Kann ich von innen auch nochmal schön dagegen drücken, dass das hier alles schön hält. Und dann haben wir den Deckel soweit fertig. Dann für außen habe ich auch DSP zugeschnitten und zwar 1,5 x 8 cm. Das klebe ich mir jetzt auch auf. Gott sei Dank brauche ich bei dem DSP auf keine Richtung gucken. Nehme ich nur auf, ja. Glaube ich, immer meine größte Angst, dass dann die Kamera mal abbricht, weil drauf schau wem, ne? Und Technik und so. Da ist noch eins. Ja. So, dann wird das schon mal. Können wir auch gleich mal testen, ob die passt. Ne. Ja, passt. Weil ich will Boxen und Deckel und das ist ja immer so eine Sache, ne?
So, jetzt haben wir ja das ausgestanzte Stück hier noch. Das schneiden wir uns noch einmal zu. Und zwar auf 5,5 mal 5,5. Das ist nur so ein halber Millimeter weniger. Aber dann kann ich gleich meinen Rest mitverwenden. Und das Blöde ist ja, das hat ja sonst gestitchten Rand hier. Dann nehme ich jetzt einfach einen schwarzen Stift und fahre am gestitchten Rand so ein bisschen ab. Und da, wo keiner ist, mache ich mir jetzt quasi einen. Dann fällt es nicht ganz so auf. Ne, Pfusch am Bau. Deswegen sind wir ja Bastler. So. Naja, jetzt fällt das Ganze nämlich nicht mehr gar so auf. Ah, da hat er nicht drüber, weil... Okay, egal. So, die Klammern kann ich wegtun. Dann kann das Ganze nämlich hier nach innen geklebt werden. Könnt jetzt auch noch ein schöner Spruch oder was rein, je nachdem, wie ihr das möchtet. So. Und dann drehe ich mir mein Ding um. So, das, ja. Ihr seht, mach hier schon mal Kleber drauf, dann kann der schon mal ein bisschen anziehen. Hat sich nämlich für gut bewährt. Ich nehme jetzt extra flüssig Kleber, weil dann kann ich noch mal ein bisschen rutschen. Und dann nehme ich Pailletten, nur so ein bisschen, und mache die so in die Mitte hin. Das reicht mir schon. Gleich wieder wegräumen, bevor ich sie umschmeiße. Und dann kommt ja, die Box. Und dann schaue ich, dass die Ecken hier mit den Ecken hier da abschließt. Wisst ihr, wie ich meine? Selber gucken. Ja, das geht. Okay, die müsste sitzen und dann drücke ich mir das Ganze fest. Dadurch, dass ich eine Flüssigkleber schon ein bisschen eher drauf gemacht habe, zieht der jetzt schneller an, also hält er schneller. Ja, das passt. Ne? Ah, jetzt steckt da oben eine fest. Egal. Egal. Lässt sie nicht vermeiden. Ja, und dann kommt meine Schuppi rein. Ich habe jetzt keine andere halt. Kommt die da rein. Kann man aber auch was anderes reinlegen. Ich habe es jetzt halt nur auf die Maße von der Schuppi gemacht. Und dann kommt der Deckel drauf. Ja. Da mache ich dann vielleicht noch ein schönes Blümchen oder was hin. Ich denke, ich gleich mache. Und das passt. Das langt mir eigentlich auch schon. Soll nicht zu sehr sein. Und ja, dann bin ich eigentlich auch schon fertig. Schön, oder das könnt ihr jetzt mal gerne doch machen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte wieder eine kleine Inspiration sein. Ich habe mich letztens gefreut, da hat jemand gesagt gehabt, du bist, wie hat's, oh Gott, ich habe es vergessen. Du magst so tolle Sachen, du inspirierst mich oder sowas ähnliches. Es tut mir ehrlich leid, wenn du dich jetzt wieder erkennst. Aber ich habe mich mega, mega drüber gefreut, über diese lieben Worte, echt. Und es ist es ist einfach richtig schön. Ja. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr Sonntag wieder einschaltet. Mal gucken, was ich Sonntag mache. Und ja. Dann sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Tschüss.